Ja, wie man sieht, benutze ich jetzt hier wieder den FRG 7, um diesen DCF 49 auf 129 Kilohertz zu dekodieren. Ich habe ihn jetzt auf LSB gestellt. Ich glaube, das ist aber egal. Und benutze den VLF-Converter, weil ja der Jesu nur ab 500 Kilohertz erst empfängt. Den Audiofilter habe ich ausgeschaltet, den brauche ich in diesem Fall nicht. Und ja, ich konnte ja mit dem Sorcerer nicht dekodieren, weil der nicht Reverse Polarity als Auswahl hat. Und da musste ich jetzt halt diesen hässlichen Multi-PSK benutzen. Aber immerhin funktioniert er ja. Das wollte ich nur noch mal sicherstellen. Ich dachte schon irgendwie, dass das mit dem Jesu überhaupt nicht geht, aber kein Problem. Ich hatte übrigens auch mit dem PCR 1000 beim Sorcerer genau das gleiche Problem und bei dem PCR 1500 auch. Ließ sich auch nicht dekodieren. Nur mit dem Multi-PSK halt. Ja. Alles wieder gut. So, ich habe ihn jetzt mal auf USB-C gestellt und geht genauso gut. Da verschiebt sich dann halt die Frequenz etwas nach unten. Aber ansonsten ist kein Unterschied. So, das ist jetzt nochmal der Lowe. Bei dem brauche ich ja keinen VLF-Converter, weil der ja sowieso Langwelle empfangen kann. Und der ging auch nicht mit dem Sorcerer, aber hier mit dem Multi-PSK geht es auch. Aber auch auf Reverse. Das kann der Sorcerer leider nicht, jedenfalls nicht in dem Modus. EFR heißt das ja bei dem.